Also wenn angenommen, du hättest alle Ressourcen der Welt, du hättest alle Chancen, oder Chancen hast du ja, aber ich meine alle Möglichkeiten offen, wie würde die ideale Rolle in den besten Filmen aller Zeiten für dich ausschauen? Also was wäre deine absolute Wunschrolle als Schauspielerin? Ich glaube, das kann ich noch nicht sagen, weil die Rolle muss mich noch finden. Also, egal ob ich jetzt, also ich maße mir nicht an, dass ich alles, also dass ich die beste Schriftstellerin dieser Welt bin. Und ich glaube, irgendwo da draußen ist bestimmt eine Rolle geschrieben, die auf mich passt und die. Weil ich mir denke, wow, das ist genau das, was ich immer spielen wollte. Ich möchte jetzt nicht auf die Klassiker oder sowas abzielen oder draufgehen, weil ich finde, es werden so viele tolle neue Sachen geschrieben. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Ich hoffe allerdings, es ist ein kleines Rascherl, das irgendwie am Land lebt und sich den Männern unterordnet und nur kocht und putzt. Das hätte ich nicht so gern. Also das möchte ich nicht unbedingt spielen. Wenn es eine moderne, starke Frau wäre, wäre ich ja schon glücklich. Passiert, finde ich, selten, dass man sowas im Fernsehen mal hat. Wie hast du selber jetzt als Künstlerin und auch ganz privat die letzten Monate erlebt, die Corona-Krise? Wie ging es dir dabei, als du das Wort Ausgangsbeschränkung zum ersten Mal gehört hast? Ich dachte mir, krass, weil nur, also in unserer Zeit hat ja niemand sowas erlebt, dass man erstmal vorgeschrieben bekommt, mehr oder weniger nur in den nötigsten Fällen das Haus zu verlassen. Und vor allem war ich sehr, ja, ich war tatsächlich sehr baff, dass es tatsächlich, dass eine Katastrophe in dem Ausmaß quasi zu uns nach Deutschland gekommen ist, weil wir sind schon sehr verwöhnt hier. Also wir werden verschont über all die Jahre, nichts Schlimmes passiert uns, wir leben wie in Watte gepackt. Und jetzt müssen wir einfach plötzlich damit klarkommen, dass die Welle auch mal zu uns rüber geschwappt ist. Ich muss sagen, ich hatte auch durchaus Respekt und habe mich sehr stark dran gehalten. Also ich hatte jetzt halt auch das Glück, muss ich dazu auch ganz ehrlich sagen, dass ich eh schon meinen Vertrag unterschrieben hatte bei Constantin Television, also bei Dahorm ist Dahorm, und eigentlich 2 Monate frei hatte, weil ich von der Selbstständigkeit gewartet habe, bis mein Job anfängt. Klar wollte ich noch gucken, ob ich irgendwo einen Job finde, wo ich halt ein bisschen arbeiten kann, da einen Monat, hier einen Monat oder so. Aber im Endeffekt, also konnte ich mich nicht beschweren, weil ich hatte definitiv eine Anschlussbeschäftigung. Ich bin nicht wie viele Künstler in dieses Loch gefallen der Selbstständigkeit, wo ich einfach nicht mehr wusste, wie es weitergeht und konnte die Zeit für mich relativ entspannt verbringen, weil, sind wir mal ehrlich, also ich hatte eine Anschlussbeschäftigung, ich musste mir darüber schon mal keine Gedanken machen und außerdem leben wir in Deutschland. Also ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe genug zu essen, ich habe fließendes Wasser, ich habe Heizung, ich muss mir eigentlich um nichts Gedanken machen. Ja. Wenn du die Möglichkeit hättest, dir die Welt so oder die Welt so zu gestalten, wie du sie gerne hättest, wie wäre diese Welt nach Corona oder jetzt? Also genau, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Es gibt, glaube ich, 2 Punkte. Einerseits, es hat immer etwas mit der Einstellung der Menschen zu tun, tatsächlich. Ich glaube, die Welt verbessert sich nur, wenn sich die Einstellung in den Köpfen der Leute ändert. Und zwar ein ganz großer Punkt für mich ist, und das habe ich in der Corona-Krise mehr oder weniger sehr stark gemerkt, dass die Leute hier bei uns und ich glaube in vielen reichen Ländern denken, oder sobald sie einen Standard erreicht haben, wo es ihnen gut geht, passiert in den Köpfen der Menschen etwas Komisches. Sie denken, all ihr Wohlstand und alles, was sie haben, wäre allein auf ihrer Leistung aufgebaut.
Und ich glaube, da muss eine Umstellung stattfinden, weil ich glaube nicht, dass andere Leute in ärmeren Ländern weniger leisten. Ich glaube, ehrlich gesagt, wir haben einfach nur wahnsinnig viel Glück, dass wir da geboren sind, wo wir geboren sind. Und das hat nichts damit zu tun, was eine Person in ihrem Leben leistet. Und die Umstellung muss erstmal stattfinden, finde ich. Weil zu sagen, ja, ich nehme Leute aus einem anderen Land nicht auf, die vor Krieg fliehen mussten, hätten sie doch was anderes gemacht, hätten sie sich mehr angestrengt, ist einfach unter aller Sau. Ich glaube, wenn die Menschen endlich mal verstehen, dass wir alle gleich sind, aber nicht die gleichen Chancen eben haben von Anfang an und deswegen auch mehr hergeben müssen und mehr teilen müssen, wenn es uns gut geht, damit wäre schon wahnsinnig viel getan. So. Punkt 2, sehr wahrscheinlich schieße ich hier ziemlich vielen gegen, ist allerdings für mich ein Punkt. Ich bin Agnostiker, ich glaube an nichts. Von daher bin ich auch der Überzeugung, dass wenn die Religionen keine so große Rolle mehr in unserer Welt spielen würden, sondern ein gesunder Menschenverstand, ein gesundes Miteinander, einander helfen und aufeinander Acht geben, wäre wahrscheinlich auch schon sehr viel gewonnen. Dann würden Frauen nicht mehr so unterdrückt werden in bestimmten Ländern, auch also überall auf der Welt. Dann würde es Kindern wahrscheinlich besser gehen und die Leute würden sich nicht mehr an die Gurgel gehen und Kriege beginnen auch im Namen von irgendwas Absurden, an das ich nicht mal glauben kann. Ja, das wäre schon mal ein guter Anfang. Mhm. Ja. Genau. Und jetzt, was ich mir wünschen würde, wäre, dass jetzt gerade diese Krise als Wake-up-Call, also als, heute habe ich es mit den Anglizismen irgendwie, also als Aufruf, Aufweck-Signal wahrgenommen wird, weil ja letzten Endes hat uns die bisherige Lebensweise in diese Krise geführt. Ich sehe das sehr kritisch, dass jetzt versucht wird, das alte Normal aufrecht zu erhalten. Ja. Und ich vermisse es, dass da das vielleicht, also vielleicht werden diese Diskussionen geführt und ich kriege es einfach nicht mit in der Öffentlichkeit. Das kann durchaus sein. Aber ich vermisse die Diskussionen darüber, was können wir dafür tun, dass es eine Artenvielfalt gibt. Weil das ist ein springender Punkt, um uns vor zukünftigen Pandemien zu schützen, in meinen Augen. Also dieser Virus ist ja, das ist jetzt mein laienhaftes, mir angeeignetes Wissen jetzt aus den letzten Wochen und so, ist ja auf uns übergesprungen von einem Tier auf den Menschen, weil es einfach weniger Artenvielfalt gibt. Und deshalb ist die und die Lebensräume der Tiere werden ja immer mehr eingeschränkt. So, also schon allein in meiner Lebenszeit ist die Weltbevölkerung um 2 Milliarden Menschen gewachsen. So, also als ich noch klein war, waren es irgendwie 6 Milliarden und jetzt sind es 8 Milliarden. Und das ist schon mal heftig. Ich glaube, so ein Wachstum gab es noch nie. Und nee, also es ist schon sehr beängstigend, ja. Wir leben in der Zeit, wo die Menschen, die Bevölkerungsrate des Menschen einfach so unfassbar in den Himmel schießt, wie noch nie zuvor in der Zeit. Also es ist einfach, wir sind tatsächlich, glaube ich, wirklich zu viele Menschen auf diesem Planeten, um so weiterzumachen, wie wir gerade weitermachen. Also ich hatte mir auch gewünscht, aber ich sehe schon wieder, wie die Politik daran rumdoktert, dass es eben nicht so passiert. Ich hatte mir gewünscht, die Chancen einfach in Anspruch zu nehmen, die wir jetzt hatten. Weniger Autofahren in den Innenstädten, mehr Fahrradwege, weniger Fliegen in andere Länder. Warum müssen wir die Lufthansa jetzt plötzlich auch noch fördern mit etlichen Millionen? Warum nicht etwas anderes, also warum nicht das für den Umweltschutz mal fördern? Warum muss ich immer noch dreimal im Jahr in den Urlaub fliegen? Wieso muss ich jetzt wieder irgendwelche Prämien bekommen, wenn ich mir ein Auto kaufen will? Ich finde, sowas sollte man eben genau nicht machen. Und wir haben schon das ist schon ein Grund, warum es uns hier in Deutschland so gut geht.
ja, wir sind wirtschaftlich geprägt. Wir schauen immer, dass es unserer Wirtschaft gut geht, dass es den Leuten dadurch gut geht und dass sie deswegen so glücklich sind, dass sie nichts mehr hinterfragen und schön hinterherlaufen. Das ist allerdings nicht der richtige Weg. Ich finde, wir sind an dem Punkt angekommen, wo es uns eigentlich nicht besser gehen kann. Also, und auch nicht mehr sollte. Also, ich finde ja, wenn wir wollen, also wenn wir hier weiterleben wollen, dann müssen wir ganz schön abspecken. Ja, das finde ich auch. Und wir müssen uns. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. So, also, ich habe jetzt. Also ich tue mir auch manchmal ehrlich gesagt noch richtig schwer mit dieser ganzen Krise und auch mit unserer Art, damit umzugehen. So, also ich möchte jetzt natürlich auch nicht, ich weiß nicht, wie ich entschieden hätte, wenn ich jetzt Politikerin gewesen wäre in der Situation und ich wäre vor dieser Herausforderung gestanden. Vielleicht hätte ich genauso entschieden. So. Aber es ist trotzdem ein also wie soll ich sagen, dieser SARS-CoV-2-Virus ist jetzt kein HIV und es ist auch kein resistenter Krankenhauskeim und es ist auch kein Ebola und es ist auch nicht die Schlafkrankheit, die von der Tsetsefliege übertragen wird. Und also da tue ich mir einfach nach wie vor schwer, warum man da gewählt hat, so krasse Einschnitte in die ganze Wirtschaft, in das kulturelle Leben, ins private Leben. Einfach, ja, so. Und bei anderen Krankheiten, da ist es, die halt schwerer sind, geht man halt anders damit um. So, also das ist was ich oft nicht, was ich nicht immer so für mich zusammenbringe. Auf der anderen Seite, Ebola betrifft ja jetzt, es klingt jetzt böse, aber es betrifft ja in erster Linie Afrika. So. Deswegen hören wir davon ja auch kaum was. Ja, ich glaube, erstmal war es die große, große Angst, weil das eine Krankheit ist, die uns halt auch in einem wahnsinnigen Ausmaß hat treffen können. Auch mal die reichen, gutgestellten Länder, weil wir haben einfach nichts dagegen. Man kann sich nicht irgendwie besser hygienisch versorgen. Man kann sich dagegen nicht impfen oder sonstige Dinge tun. Man wusste nicht, was es ist und wie stark es wird. Und ich glaube, da war die Angst und die Panik plötzlich riesengroß. Wie groß wird diese Pandemie werden? Klar, ja. Klar. Man hat ja gesehen, wie hart es auch andere Länder getroffen hat. Ja, natürlich. Aber da das muss man, also ich denke auch ganz ehrlich, wenn sie wahrscheinlich, da bin ich schon auch ein bisschen bei der Politik, also wenn die Maßnahmen in dem Ausmaß und in der Geschwindigkeit nicht getroffen worden wären, hätten wir wahrscheinlich auch viel mehr Tote. Wohingegen, was ich jetzt allerdings nicht verstehe, ist auch, warum füllen wir wieder Fußballstadien und warum dürfen Leute Schulter an Schulter in Urlaub fliegen und die Theater bleiben geschlossen? Ja, die, also weißt du, was ich meine? Es wird, also Hauptsache Wirtschaft wird angekurbelt, aber Kunst und Kultur ist immer das Stiefkind. Willkommen im Land der Dichter und Denker. Ja, das stimmt. Also es, auch wenn jetzt natürlich die Theater wieder losgehen mittlerweile, diese Diskrepanz war auf jeden Fall in dieser Krise sehr deutlich zu spüren. Auch, dass die Geisterspiele als einer der ersten Dinge wieder losgegangen sind im Fußball. So, während die Theater nur noch davon träumen durften, dass sie dass die Schulen wieder ganz normal irgendwie in den Alltag, in den Schulalltag starten dürfen. Genau, also wie gesagt, auf der anderen Seite, ja, ich habe Freunde in Spanien, die haben sehr viel härteren Lockdown gehabt als wir und schon viel früher. Und da frage ich mich einfach, warum dann trotzdem sind 27.000 Menschen entweder mit oder an Covid-19 gestorben. So. Und ich stelle mir einfach Fragen. So, ich stelle mir einfach Fragen. Ich stelle mir einfach, und ich finde, eines der Probleme ist halt auch, dass das Gesundheitssystem zu einem Wirtschaftssystem gemacht wurde. Und dass man vor einem Jahr hat man in Deutschland noch überlegt, ob man Betten auf der Intensivstation einspart. Gott sei Dank hat man es nicht gemacht. So, weil das ist ja auch einer der Gründe, warum das in Italien und in Spanien so gelaufen ist, weil die halt aufgrund der Wirtschaftskrise 2008
im Gesundheitswesen unter anderem eingespart haben. So. Und das ist, ich hoffe einfach, dass wir aus dieser Krise als Europäer mehr zusammenwachsen auch, dass es normal ist in Zukunft, dass Menschen, wenn jetzt ein Krankenhaus in Frankreich an der deutschen Grenze überfüllt ist, dass die Patienten dann einfach in das nächste leere Krankenhaus nach Deutschland kommen können, um da einfach zu behandelt zu werden. Dass das einfach hinzu und dass sie nicht erst nach Paris geschickt werden müssen. So, das ist das, was ich mir wünsche. Ja, das wäre schon tatsächlich natürlich auch ein großer Wunsch von mir. Wozu haben wir Europa, wenn wir nicht zusammenhalten, also und wenn wir uns nicht eher gleicher stellen, wenn die Länder nicht eher gleicher gestellt werden. Und da bin ich schon auch sehr bei dir. Nur, ja, wir können hoffen. Wir können hoffen. Ja, ich fürchte leider, dass wir sehr schnell zurück auf dem Weg in die alte Normalität sind und quasi nichts daraus gelernt haben. Ja, das befürchte ich auch. Weil so. Ich befürchte auch, dass die Leute, zwar die jetzt in der Pandemie geglänzt haben und die Krankenschwestern und Ärzte und Verkäufer und alle, die die Maschinerie am Laufen gehalten haben und die so viel zusätzlich gearbeitet haben, um zu schauen, dass es keine Versorgungslücken gibt, in welcher Weise auch immer, dass es denen nach der Pandemie und Altenpfleger und alles, dass es denen nach der Pandemie genauso dreckig gehen wird und dass sie genauso schlecht bezahlt werden wie davor. Weil es ist ganz einfach, währenddessen einen Post zu machen mit, wow, ihr seid alle so super. Aber wenn es darum geht, dass ein bisschen mehr von den Steuern abgezwackt wird, also dass man ein bisschen mehr zahlen muss, dass jeder einen kleinen Teil mehr zahlen muss, damit diese Leute anständiger bezahlt werden oder dass der Staat mehr in die Tasche greifen muss für sowas, ist, glaube ich, ganz schnell Schluss mit so hehren Gedanken. Leider. Ja, das befürchte ich auch. Also da hoffe ich auch, dass die Menschen, die in diesen wichtigen Berufen arbeiten, jetzt einfach in Zukunft besser gestellt werden und dass auf deren Nöte eingegangen wird. Also, weil sie sind die Experten vor Ort. Ich habe Kolleginnen, die im Krankenhaus arbeiten. Also eine Kollegin ist Geschichtenerzählerin und arbeitet aber immer noch 2 Tage in der Woche als Krankenschwester. Und was die mir teilweise auch für Sachen erzählt hat, so da konnte ich einfach nur irgendwie mit dem Kopf schütteln. Also ja, aber wie gesagt, du hast, wie du es am Anfang gesagt hast, wir leben in Deutschland, uns geht's wirklich richtig gut. So, also das ist auch wichtig, das zu sehen, dass es uns wirklich richtig gut geht und dass wir wirklich gut durch die Krise großteils gekommen sind. Für manche war es schwerer, für manche war es weniger schwer, das ist auch klar. Ja. Ich meine, definitiv ist es auch da eine große Ungerechtigkeit, wenn man eben selbstständiger Künstler oder sowas war, dann hat man lange auf Geld warten müssen. Und also wenn man keine Rücklagen jetzt gerade hat oder erst losgestartet ist oder. Also ich meine, Künstler sind ja nicht immer alleinstehende Mitte-20er. Also Künstler haben auch Familie, haben auch ein Darlehen fürs Haus aufgenommen und so weiter. Ich glaube, das vergessen die Leute immer. Ja, dass auch wir selbstständigen Künstler ja auch damit rechnen, dass wir mit unseren Aufträgen rechnen und dass wir die genauso planen wie ein Maler und was auch immer. Nur leider haben wir eben keine Firma mit 5 Personen und konnten die Hilfspakete nicht nutzen. Ja, und das kam stimmt. Dann erst viel, viel später, also da habe ich schon wieder angefangen zu arbeiten, kam plötzlich so, oh ja, ihr kriegt 1.000 Euro im Monat. Ich muss ganz ehrlich sagen, willkommen in München, wer soll davon leben? Also es ist trotzdem eine wahnsinnige Ungerechtigkeit in bestimmten Berufen und Dingen. Allerdings muss man auch sagen, ja, es ist nicht schön, das Ersparte zu verlieren oder den Urlaub streichen zu müssen oder das Darlehen fürs Haus nicht mehr abbezahlen zu können. Definitiv wird aber keiner bei uns verhungern. Und das ist schon mal, also es mag sich brutal anhören, aber
das ist ein Schutz, den hat man in selten in anderen Ländern. Also wir werden zumindest, von uns wird keiner auf der Straße sitzen und nichts mehr zu essen haben oder nichts mehr, um sich anzuziehen oder sonstiges. Ja, das stimmt. Also ja, man hat alles verloren, man muss wieder von vorne anfangen und das ist sicher nicht schön und das ist wahnsinnig hart und es ist nicht gerecht. Aber wenigstens wird sich für die Grundbedürfnisse um dich gesorgt. Ja. Welchen Tipp würdest du Anfängern mit auf den Weg geben? Schauspielanfänger? Ja. Ah, okay. ein Tipp, den ich ja so gern bekommen hätte. Und zwar, ja, wir machen Kunst und wir sind Künstler, aber meiner Meinung nach bin ich vor allem Handwerker. Schauspiel ist ein Handwerk, Schauspiel ist kein hehres Ding, wo ich mich erstmal emotional auf irgendwas ganz besonders einlassen muss. Für mich ist meine schauspielerische Tätigkeit ein Handwerk. Alles, was ich mache, ist reproduzierbar. Ich kann auch traurig sein oder die Trauer rüberbringen, wenn ich selbst im Hochjauchzen und gerade glücklich bin. Das ist super wichtig. Ich glaube, viele gehen in den Beruf und denken sich, weißt du, ich kann so schön mich in Dinge reinfühlen und dann stehe ich auf der Bühne und bin da ganz künstlerisch. Da muss ich ganz ehrlich sagen, verabschiedet euch von der Idee, weil wenn ihr die 80. Aufführung gespielt habt, wo ihr jeden Abend eure toten Kinder begraben müsst, dann ist da auch nichts mehr mit. Ich muss mich erstmal in die Trauer reinfühlen, finde ich. Mhm. Deswegen habt ihr ein Handwerk und das lernt ihr. Und ich finde, man sollte das auch als solches betrachten. Okay, das ist doch ein schönes Schlusswort. Mhm. Vielen Dank, liebe Katrin. Nicole, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Und vor allen Dingen war es total schön, dich wieder mal zu sehen und dich zu hören und mit dir zu quatschen. Voll cool. Aber wir müssen das eh mal wieder machen. Dein Geburtstag steht ja noch aus, gell? Ah ja, stimmt. Ja, ja, ich habe da schon ad acta gelegt mit der Party irgendwie. Irgendwann. Ja. Geburtstag kommt bestimmt.